Jung, das ist nicht gut. Du hast ein Viech auf dem Buckel. Weiß, das habe ich da hingetan. Ist. Aber jetzt sei ruhig. Das sind Egel. Da das muss es alles drauf. Gucke einmal mit Darion auffordernd an. Der ist der Elf, der muss sich mit sowas auskennen. Ja, die sind ganz nett. Lass sie doch. Ich mach sie weg. Nein. Lass sie drauf. Greif mal dran. Aus. Martha, lass das. Bei wem greifst du dran? Der als nächstes an mir dran steht. Greif mir nicht an meine Dinger. Ja, du merkst, wie Bendario deine Hand wohl wegschlägt. Lass sie doch. Die wollen doch auch nur leben. Du kannst sie hinterher noch vorsichtig abtun, hm? Sie tun dir doch jetzt gerade nichts. Martha, wenn wir sie jetzt abmachen, blutet das wie Sau. Oh ja, so. Dann kommen die Toten. Ich gebe den Leuten mal per Attack-Zeichen Kommunikation einschränken, nicht entfernen. Was denn mit dem los? Jetzt sei mal ruhig und wir machen weiter. Währenddessen weiter im Süden. Kann Madarion sich über die Brücke vorwagen und dann behutsam, damit die Stiefel nicht allzu matschig werden, gut, das ist sowieso schon zu spät, aber von den vielen, vielen Dukaten kann man sich sicherlich nicht nur neue Stiefel kaufen, sondern eine ganz neue Laute, sicherlich aus Garat oder so etwas. Bis du dann an den Feldern stehst, nur noch wenige Meter davon entfernt, ja, die kleinen Findlinge, die hier sorgsam davor gelegt worden sind, die gehen dir nicht mal mehr bis zu den Knien. Sorgsam aufgereiht, Kräuter, Rüben, was man hier eben so anbaut, im Sumpf. Ja, Madarion würde sich an irgendeinen der Bäume oder Büsche schleichen, in der Nähe der Felder sind. Und ja, er boxt jetzt nicht, das könnte ein gutes Lied werden, verboxt. Ja. Und er schließt seine Augen, stellt sich quasi vor seinem inneren Auge vor, wie die Flammen loslodern, öffnet sie dann wieder. Mal, ob er eine Illusion zaubert und das sieht gut aus. Ja, für die optische Illusion wären das 4 QS. 4? Ja. Ist das nur ein Sinn oder wie viele Sinne sind das? Das wäre jetzt nur der optische. Ich kann noch eine hinterherhauen. Obwohl, ich würde mich mit der Gehörillusion würde ich mich noch zurückhalten. Ja, kannst du sonst zur Not hinterherhauen. Ja, weil jetzt noch keine Reiter da sind. Ja, wie hättest du denn gerne? Eine Flammensäule oder ein kleines Feuerchen? Du kannst es dir aussuchen. Ja, eher so eine Flammensäule. Also innerhalb von einem, keine Ahnung, so 2x2 Radius oder so, dass es da schon die Flammen so hochschlagen, dass man sie auch von der Burg und eventuell auch durch den Nebel aussieht. Ja. Und ihr könnt es dann plötzlich taghell erkennen, wie das Feld brennt. Was tut ihr derweil? Kasim? Ja, sobald Kasim die Flammensäule sieht, beginnt er, die Wettermeisterschaft zu zaubern. So, ich hatte sie auf ungefähr von Beginn des Zaubers bis voller Wirkung auf 10 Minuten eingestellt. Da hatte Kasim das Zeitlassen schon einkalkuliert. So, jetzt bräuchte ich einfach mal so wettermäßig. Wie ist Nebel? Schwül oder Nebel ist hier Kategorie 2. Niederschlag ist momentan trocken. Das ist im Liber Cantiones. Welche Seite? Genau. 283. 283. Die Wettermeisterschaft. So. Genau, das sind Kategorien und ich kann die Kategorien beliebig hin und her schieben. Wir nehmen einfach mal die Bewölkung und zwar müsstest du gehen auf, man könnte auch den Niederschlag nehmen, aber ich werde einfach mal sagen, wobei also richtig Schwül oder Nebel? Dicken Nebel, also beides. Dann gehen wir bei der Bewölkung von wolkig auf finster verhangen, das sind 2 Kategorien und dann gehst du von, es ist aktuell schwül, aber du müsstest dann eben auf richtig dicken Nebel kommen und das ist dann ja, also so dicht wie ein Dauerregen wäre, damit du dann eben dementsprechend wenig sehen kannst, also insgesamt sind es 4 Kategorien, die du gehen müsstest. Das sind 4 Punkte Erschwernis bei 4x3 12 ASP-Kosten. So.
Ich lasse mir Zeit, das hebt sich auf, die Erschwernis. Oh, dann würfeln wir mal Wettermeisterschaft. Ja, kein Problem für einen Elementaristen. Ja, ich sehe schon, jetzt kommt. Nein! Fast volle Sternchen. Die jemand hat, ist meh. Ist jede Kategorie echt nur ein Punkt? Ja, jeder Punkt Veränderung ja. Kostet 3 ASP ist, und erschwert die Zauberprobe um 1. Ja, das Beste ist, jetzt werden von den Kosten, die eigentlich erhöht werden, meine Sternchen abgezogen bis zu einem Minimum von 6. Sprich, es kostet 6. Das hätte halt auch ein Tornado jetzt sein können. Geil. Für die Kosten. Okay, ja, derweil die anderen, ihr könnt erkennen, wie die Flammensäule hochlodert und der Halbelf Madarion sein Werk getan hat. Jetzt ist es an euch. Dann wird jetzt weitergeschwommen. Ja, von 20 Metern werden relativ schnell, schauen wir mal nach, wir können das ja abmessen, nur noch 45 Schritt bis zur Motte. Je nachdem, wie schnell sie schwimmen, wie lange das dauert, ist der Nebel wahrscheinlich schon gut da dann. Gehe ich mal von aus, oder? Ja, kannst du von ausgehen. Ich wäre aber tatsächlich schon vorher losgeschwommen. Nicht erst, wenn das Feuer losgeht, sondern schon. Ja, das war eigentlich geplant. Das passiert dann ja. Also. Ja. Ich denke, das sind alles Ereignisse, die simultan. Das passiert ja gleichzeitig. Du weißt ja nicht, wann Mandarion da ist und wann er loszaubert und er sieht euch ja nicht. Also, wenn Mandarion da ist, fängt er an. Mandarion, vergiss nicht das Pyrophor-Zeug, das du noch hast. Schwimmprobe. Nochmal ein plus 5. Hat er gewürfelt? Ja, der hat gewürfelt, okay. Ja, während ihr losschwimmt, Mandarion ist einer der Ersten, der sich ins Wasser, in den Schlick fallen lässt und weiter mit den Schnecken spielt, während er nach vorne krault. Könnt ihr anderen wohl bemerken, Frage an Midas, möchtest du das Schicksalspunkt benutzen? Glück? Ohrenheim? Kann ich Midas aushelfen, wenn ich merke, dass er nicht zurechtkommt? Martha Mücho meine ich, Entschuldigung. Er hat ja noch ja, wie hast du das jetzt geregelt? Einen Würfel kann ich nachwerfen? Genau, entweder ein oder alle drei, aber du kannst nicht zwei machen, also die 20 wäre sinnvoll nachzuwerfen. Ja, tue ich. Kann nur besser werden, ja, dann ist es geschafft. Ja, so können Martha Mücho und Mandarion nach vorne schwimmen und während die anderen beiden versuchen, das nachzutun, Midas und Ado, irgendwas ist da unten. Dieses Mal könnt ihr tatsächlich den Griff um eure Beine spüren. Ihr krault weiter nach vorne, versucht es und ihr könntet jetzt natürlich mit aller Kraft versuchen zu kraulen, aber das wäre natürlich unglaublich laut. Währenddessen könnt ihr es aus dem Turm hören. Morbrand! Raus, raus, raus! Und eine kleine Glocke aus dem, aus der Motte wird geläutet, aus dem Bergfried. Während Martha Mücho und Mandarion gerade angelegt sind. Ich pack mich an der Palisade irgendwie fest, wenn die mich mal umguckt nach den anderen beiden. Ich würde gerne mein Seil hervornehmen und das Mandarion zuwerfen, sodass er uns oder mich. Habe ich das nicht schon? Ich sollte das doch verschießen, oder? Nee, du hast das Drahtseil. Das meine ich. Okay, also du meinst das richtige Seil. Genau. Okay. Ja, noch ein anderes Seil. Ja, und dass du mich dann langsam herausziehen kannst. Ja, schauen wir mal Entfernung. Aktuell 24 Schritt. Wie lang ist dein Seil? 15 Schritt. Nee, 30. 30? Dann würde das tatsächlich sogar klappen. Okay, wenn ich das Seil kriege, würde ich daran dann vorsichtig ziehen. Dass ich ihn dann da rausgezerrt kriege. Ich nehme an, er hat sich irgendwo in irgendeiner Art von Moorboden verfangen. Ja. Derweil, was möchte Madarion tun? Du hörst und siehst es jetzt vor allem auch, wie dein Feuer Aufmerksamkeit erregt hat und Lichtstrahlen in deine Richtung wohl, beziehungsweise vor allem auf das Feld geworfen werden. Und nach kurzem Radau im Inneren kannst du sehen, wie jetzt wohl Bauern die Zugbrücke nach draußen stürmen und jetzt den langen Weg an dem Knüppelpfad entlang laufen. Viele, viele Bauern. Kann ich einschätzen, wie lange die brauchen, bis die bei mir sind? Ich kann das gerade mal versuchen nachzumessen, wie lange das tatsächlich in Anspruch nehmen würde. Schauen wir mal nach. Es sind wohl auch noch ein paar Paladine dabei, die beritten sind. Das sind ganz grob 300 Meter, würdest du meinen.
300 Meter, die sie jetzt auf euch zulaufen, rennen, waren noch nicht in kompletter Nachtruhe. Es war irgendwie vielleicht die 19. Stunde und sie waren noch nicht in Nachtrock oder so etwas, sondern nur in Freizeit. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so dunkel, dass die mich jetzt nicht unbedingt ja quasi in der Dunkelheit übersehen, sondern die könnten mich... Also wenn du dich jetzt in den Schlamm legst, dann würden sie dich vielleicht nicht sehen, aber das wird gleich sehr, sehr hell und das würden sehr, sehr viele sein, die dich oder die jetzt da anfangen zu suchen. Ja, ich würde mich schon mal in den Schlamm legen, würde dabei das Gesicht verziehen. Gott, ich krieg das nicht wieder raus. Und würde erstmal warten, dass die näher zu mir kommen. Ja, die Zeit vergeht, die Bauern laufen näher. Du kannst mittlerweile auch Pferdegetrappel hören. Zwei Paladine oder Reiter, die jetzt auf ihren Pferden heranpreschen und die Bauern begleiten. Deine Illusion lodert weiter, ne? Die lodert weiter, ja. Also die kostet, die ist aufrechterhalten, die kostet mich pro 5 Minuten 2 ASP weiter. Gut. Oh, Brand! Und jetzt verteilen sie sich, bilden sowas wie eine kleine Eimerkette. Die sind da wohl auch schon geübt, sowas wie eine Feuerleitlinie dann zu bilden, dass sie dann versuchen, das Wasser drauf zu schütten. Und die Paladine passen einfach nur auf, suchen jetzt auch nicht gezielt nach dir, obwohl da jetzt überall viel Licht ist. Und du darfst mal eine Sich-Verstecken-Probe würfeln. Würde tatsächlich noch ein Chamäleoni wirken, quasi. Chamäleoni-Mimikry? Ja. Um sich anzupassen. Ja, dann tu das gerne. Wir haben 1er Schwert wegen dem auftretenden Zauber. Aber das sollte... Dann verschwimmst du mit dem Moor um dich herum, ohne dass du so sehr viel Schlamm angenommen hast, aber du wirst selbst sehr krustig, verhärtest, siehst so ein bisschen aus wie ein Stück Baum und selbst die Praios-Geweihten werden das wohl hier nicht mitbekommen. Oder sind es überhaupt Praios-Geweihte? Bandstrahler, du hast dich damit nie wirklich befasst. Während sie weiter versuchen zu löschen und du hörst erstaunte oder auch empörte Rufe, wie sie dann feststellen, dass es nicht löscht. Kann ich das Feuer so anpassen quasi nach und nach, dass es zumindest leicht immer weggeht, da wo sie das Wasser hin schütten? Sie würfeln also gerade mal eine Klugheitsprobe, die Bauern. Mit einer 2 ist das sehr gut gelungen. Möchtest du einen Schicksalspunkt ausgeben für die Klugheit der Bauern? Kann ich damit den Fax-Schicksalspunkt vom Segen nutzen? Könntest du machen. Sie haben sowas wie eine Klugheit von 9. Ja, alles klar. Da haben sie eine 10 gewürfelt und sie bemerken nicht, dass das Feuer gar nicht heiß ist. Sie versuchen weiter zu löschen. Ja, ich würde dann immer da, wo sie jetzt das Wasser kurz hinschütten, würde ich dann die Flammen quasi runtergehen lassen, aber die dann nach und nach wieder so ein bisschen leicht flammen lassen, dass sie da noch eine Weile beschäftigt sind, damit die Jungs da noch ein bisschen quasi Luft haben. Ja, gut, perfekt. Nee, also wie gesagt, sie werden weiter Wasser, Moorwasser auf die Stellen schütten, die langsam nach und nach ausgehen. Sie bemerken nicht, dass das Feuer nicht heiß ist, dass es nicht riecht, dass es nicht schwelt, dass es nicht stinkt und auch, dass die Pflanzen unter ihnen nur zertrampelt werden, aber nicht verbrennen. Gut, derweil können die anderen erkennen, Mendarion und auch Mata Mycho, ihr habt euch gerade umgedreht, versucht gerade Midas und auch Ardo hinauszuziehen, wie ein riesiges Wesen hinter ihnen auftaucht und sie an die Wasseroberfläche gezogen werden. Ihre Arme, Beine werden so ein bisschen lang gezogen, gerade wenn er sich noch weiter festhält und ein riesiger Sumpfgolemit hinter ihnen aufgetaucht ist. Ja, okay. Ich drück dem Piraten das Seil in die Hand und mach meinen Bogen fertig. Initiative. Ich nehme an, das sehe ich auch von extern. Ja. Golemit? Du hast keine Ahnung, was das ist. Ja, aber Golemit? 50 Schritt entfernt, das passt ungefähr. Und auf der anderen Seite Madarion ungefähr die gleiche Reichweite, aber du siehst es nicht ganz, weil es noch dunkel ist, aber du hast auch gerade ganz andere Probleme. Ich habe gerade meine Initiative-Basis nicht richtig eingetragen. Lass mich das mal kurz ändern. Ja, das macht das Tool nie, oder? Ja, wo tut man das? Unter Werte? Allgemein, oder? Nee, unter Werte. Aha, denn hier muss man den Bonus durch Dings eintragen. So sieht das aus. Okay. Oh. Echt super. Okay, dann setzt euch mal bitte alle auf das Initiative-Brett. Und dann schaue ich mal, mein Sumpfkohlemit ist leider nicht so schnell, aber das ist gar kein Problem, der ist stark genug.
Hast du dich gerade beschwert über die 19er Ini? Ja, bei meiner 20 hätte ich noch eine freie Aktion gekriegt und so weiter und so fort. Was ist die Basisinitiative von Midas? 12. 12, gut. Wir fangen an mit Ado. Ich möchte vorziehen. Ja. Mach mal erstmal keinen Blödsinn, blitz dich wind auf den Golemit. Okay. Ich kenne seinen Namen ja nicht, ich will seinen Namen auch gar nicht wissen. Aber Gott, was habe ich? Zaubern. Ja, ich finde ihn nicht. Hier ist er. Das ist relativ gut gelungen. Ja, du merkst, wie du durch eine borkige Haut schneiden musst, die Matrix so ein bisschen verbiegst und dann den letzten Rest in das Wesen hineinhauchst und es sich irritiert bemerkt. Er verliert 19 Punkte Ini. 19. Dann ist der gute Miet dran und muss handeln. Er würde ganz gerne quetschen. Oh, die Staffel, ich würde gern vorziehen. Da der Golemit jetzt unter der Linie ist, darf er nicht mehr angreifen. Kann vorziehen. Ja, ich will wegschwimmen. Ja, du bist in einem Raufen-Bringen-Angriff. Du wurdest gepackt. Dein Bein ist zumindest noch in der Hand von ihm. Ja, dann trete ich auf seine Hand ein. Im anderen Bein. Ja, Raufen. Dein Bein ist magisch. Das hilft. So schön. Ja, das hilft. Ja, gut. Möchtest du Schaden machen oder möchtest du dich nur befreien? Ich möchte mich nur befreien. Ja, das ist auch gelungen. Dann kannst du dich befreien. Ja, dann verschwimme ich so schnell es geht. Nee. Du hast dich nur befreit. Was ist mit meiner zweiten Aktion? Ja, ich würde Gleiches tun, wenn er mich auch gepackt hat. Ich weiß ja nicht. Und mich in der restlichen Zeit halt ziehen lassen von unserem guten Martha. Eine einfache Raufenprobe? Ja, Raufen plus 4, um dich zu befreien. Okay, wäre gelungen. Das ist gelungen, kann sich ebenso entwinden und könnt euch dann versuchen, so schnell wie möglich aus dem Griff zu entwinden und dann an dem Stahlseil festzuhalten, weiter zu schwimmen, zu ziehen. Na gut, Mendarion zieht leider nicht. Er hat gerade losgelassen und wird seinen Bogen bespannen. Er hat seinen Arm auf den Golem oder auf dieses Sumpfwesen gehalten und besinkt es. Was möchte Mata Mycho tun? Ich habe mir gerade Seil in die Hand gedrückt. Seil in die Hand gegeben. Hat er ja zumindest so angekündigt. Ja. Dann möchte ich die Jungs ziehen. Gut, Körperkraftprobe. Jawohl. Dann möchte. Kannst du Glück für mich würfeln? Ja, komm, so wichtig ist es nicht, oder? Hast du den Vorteil, Glück? Ich habe den Vorteil, ja. Gut, dann würfeln wir einfach mal einen W6. 5, das sind 2 Punkte Glück. Okay, dann möchte ich das gerne nochmal tun. Easy. Du ziehst und du kannst sie einen Meter weiter in die Richtung ziehen. Gut. Ich muss gerade überlegen. Kasim. Ja. Jetzt eine Frage. Ich kann mit dem Metamorpho-Gletscherform die Variante Wasser zu Eis benutzen. Jetzt hat der als Zauberdauer 20 Aktionen, das kann ich modifizieren, als Reichweite Berührung. Könnte ich theoretisch einfach meinen kleinen Finger hier drüben ins Eis packen und dann so eine millimeterdicke Eisader rüber gefrieren, um dann den Golem in einen größeren Block einzufrieren? Beim Metamorpho, da musst du aber 50 Schritt Entfernung, also du fängst natürlich mit dem Wasser an, aber ich glaube, das wird sich sehr harmonisch, elementar harmonisch ausbreiten, in einer Radialen. Die Form beliebig bestimmen. Beim Metamorpho, das ist der Clou da dran. Mhm. Aber die Frage. Welche Seite ist der Metamorpho? 180. Ich gehe mal davon aus, dass ich bei der Aussage, je nach Komplexität zwischen 20 Aktionen und mehreren Stunden, das zeitlich nicht hinbekommen werde, oder? Nein, also das wirst du irgendwann hinbekommen, aber das dauert. Du willst das Eis ja in seine Richtung wachsen. Frigifaxius auf Reichweite modifiziert 3W6. Das ist dann in der nächsten Kampfrunde am Ende von meinen Aktionen durch. Gut, nächste Kampfrunde. Möchtest du vorziehen? In der nächsten Kampfrunde möchte ich gerne auf jeden Fall vor den Sumpfgolemit vorziehen. Ja, gut. Dann kannst du deine 3W6 würfeln. Ja, Reichweite ist erhöhen ist plus 5. Muss auf 50 Schritt zaubern. Muss er zweimal erhöhen. Dann gehe ich einfach 2 freie Aktionen Schritt nach vorne, dann bin ich bei 48 Schritten, dann muss ich nur einmal erhöhen. Gut, ich habe beim Zuhören auch gelernt. Dann ganz normal. Guter Mann. Faxius plus 3 ist die Probe. Ich lasse mir natürlich keine Zeit. Ich war so ein richtiger Johnny. Jetzt fühle ich mich beleidigt.
Okay, derweil kann Mata Mycho eine weitere Körperkraftprobe machen. Und jawohl, die können sicherlich auch schwimmen, oder? Ihr könnt gleich schwimmen, ja. Können die sich nicht, die müssen doch gar nicht schwimmen, sie können doch einfach am Seil ziehen. Sind? Also sich über den Seil hochhangeln. 6 Meter? Ja, das haben wir, das würden wir auch machen. Ja. Ja, könnt ihr auch gerne eine Körperkraftprobe machen, wenn ihr auf das Schwimmen verzichten wollt. Das wird natürlich nicht einfacher, das Schwimmen, aber ja, okay. Stahlseil. Ja, dann meine Körperkraft, ja. Mit meiner Körperkraft 16 ist das definitiv die bessere Variante. Ja, gut. Ja, Midas, du siehst wohl, wie du, Ado zieht sich nach vorne und du bekommst einen matschigen Stiefel ins Gesicht, der tritt sich so ein bisschen von dir ab und das ist 2 Meter vor dir. Yeah. Wie bekommt Kasiba überhaupt mit, dass das hier abgeht? Ist hier nicht alles neblig? Richtig. Stimmt. Doch, stimmt. Er sieht das nicht. Guter Punkt. Sinnenschärfe vorher schmeißen. Ich habe nämlich gerade darüber nachgedacht, wie man diesen Regifaxus sehen konnte. Da fiel mir auf, Moment mal, ist ja alles von der Nebel. Ja, Sinnschärfeprobe plus 8. Ansonsten schmeiße ich nochmal. Ah, nee, dann sehe ich, seh ich die Bedrohung gar nicht. Ansonsten könnte ich die Sicht noch wegmodifizieren. Ja, möglich wäre es. Dunkelsicht oder sowas hilft nicht mit den Eulentränen, weil du durch Nebel durchstarren musst. Nein, und schade, ich habe vielleicht nicht doppelt. Du kannst wohl das panische Strampeln. Ach, vielleicht zeichnet sich das Ganze mit diesem Sumpfgolemit hinter der Feuerwand ab, aber vielleicht ist das auch nur eine Illusion von eurem halbelfischen Freund. Vielleicht improvisiert er da gerade. Ja. Also ich möchte mal sagen, sobald ich tatsächlich von unseren Leuten panische Schreie oder sowas höre, mache ich das Gleiche, nur dass ich die Komponente Sicht wegmodifiziere. Ich glaube nicht, dass wir schreien. Ich glaube nicht, dass wir schreien. Nee. Ja, eben. Ist, nur für ist den okay, vielleicht ist okay. Wir schaffen es bestimmt, hoffentlich auch so. Der Sumpfgolemit schüttelt wohl den Zauber ab und orientiert sich und stapft dann, ohne dass er sich irgendwie durch den Schlamm behindern lässt, wieder auf Midas zu. Midas darf es natürlich vorziehen und ja. Weiter mit deiner Körperfreiheit. Er schüttelt den Zauber ab? Er hat eine ziemlich hohe Magieresistenz. Das ist egal, denn die Wirkungsdauer hängt an meinem ZFW, nicht an meinem ZFW-Sternen. Ach, verdammt. Wir haben eine Resistenz gegen Einflusszauber. Resistenz gegen Einflusszauber. Das ist ZFB-Stern. Nein, das sind ZFB-halbe Aktionen. ZFB-halbe Aktionen? Schade. Also ja. ZFB-Viertel, ich habe einen zieh trotzdem vor und würfel selbstverständlich eine Körperkraftprobe um. Darf Ado natürlich auch tun und Mycho auch. Ich mache nach ihm. Ich will nicht Midas schon wieder aus Versehen treten. Ja, ich schaff's diesmal. Oh, ich hätte vielleicht mit meinem Körperkraftwert von 10 werfen sollen, aber. Ich würde sagen, dann sind das 3 Meter. Ja. Und Ado schafft nur 1 Meter. Dieses Mal seid ihr wieder beide gleich auf und Midas kann so ein bisschen Ado in die Seite knuffen und sich da so ein bisschen revanchieren noch. Ja. Also seid ihr gleich auf und Martha darf auch nochmal ziehen. Hat er schon getan. Was hast du für eine Körperkraft? 14. 14. Dann erreichen die anderen die Motte. Gib doch mal alle eine Schleichenprobe. Kriegst von mir erstmal das Attack-Zeichen für Entschuldigung. Ich mache das Zeichen für okay. Schleichen hast du gesagt, oder? Schleichen. Das kann ich immerhin. Ja. Gut, ihr könnt sehen, wie wohl jetzt weiteres Licht von der Motte ausgeht und sich auf die Ruinteile legt, da wo ihr wohl eben gerade noch standet, bis ihr dann euch abgesprungen hattet. Der Baum wird kurz erleuchtet. Es gibt einen widerlichen Schatten, der sich über die letzten Ruinteile legt, als sich ja dann das Licht mit dem Nebel verbindet und man kann da nicht wirklich durch diese Suppe dann durchsehen. Auch der Sumpfgolemit ist wohl wieder verschwunden. Ihr könnt durch das Ganze, diese wabernde Essenz nicht mehr durchblicken, die Kasim euch entgegengeschickt hat. Eismagier weiß wohl, was er tut. Elementarist, Beherrscher. Was möchte derweil unten der Halbelf tun? Du siehst, wie die letzten Flämmlein erstickt worden sind und die Bauern sich verunsichert umsehen, ob es weitere ja, Löcher gibt, die gleich wieder Flammen und Feuer fangen. Und die Bandstrahler, die wieder auf ihren beiden Pferden in Richtung der Burg reiten. Ich würde erstmal quasi die Flammen jetzt, also den Zauber abbrechen und die Flammen quasi auslassen, um die ganzen hier in Sicherheit zu wägen oder zu haben. Und ja, erstmal im Schlamm liegen bleiben. Ja,
Während du da so liegst, den Chamäleon hier auf dir, merkst du wohl, wie etwas über dir entlang kriecht. Irgendetwas glitschiges, schuppiges. Dreh mich mal um und schau über meine Schulter. Eine große Schnecke. Hat sie Stacheln? Ja, mit Dornen und Stacheln, die aus ihrem Rücken herausragen. Sie ist ungefähr, wenn sie über dir drauf ist, genauso groß wie dein Brustkorb. Ich würde mal probieren, mich absolut nicht zu bewegen. Selbstbeherrschung. Kennst du diese Tiere? IT oder OT? IT. Nee. Ja. Versuchst leise zu sein, still zu sein. Deine Brust bewegt sich auf und ab, hältst die Luft an. Es ist so ekelhaft. Es ist so absolut ekelhaft. Wo du siehst diese riesigen Dornen, diese Spitzen, aus denen Gift und Eifer trieft. Sicherlich nicht dämonisch, aber durch diese Bewegung der Bauern aufgescheucht, rutscht sie weiter über deinen Körper, an der Hüfte entlang und dann weiter ins Dickicht. Die Klamotten werden verbrannt. Ja, mittlerweile bist du wohl wieder alleine. Die Bauern nach und nach abgezogen. Ich sehe von der Feste und so sehe ich gar nichts, oder die ist jetzt komplett im Mittlerweile Nebel. Ist alles in dichtem Nebel. Der Magier hat wohl seine Magie gewirkt. Sie war erfolgreich. Das Pyrophor, wie funktioniert das? Muss ich das anzünden? Nee, du machst es auf und dann brennt es. Also das wird, glaube ich, in irgendeiner Flüssigkeit gelagert. Öl. Ja, bei Luftkontakt. Selbst entzündendes Öl. Ja, dann kannst du das Fläschchen einfach aufs Feld werfen. Ja, das hätte ich nämlich jetzt gemacht. Ich warte, bis die Bauern und die Bandstrahler so ein bisschen weiter weg sind. Dass ich vielleicht nicht komplett einsehbar bin. Würde das dieses Beutelchen auf das Feld werfen und probieren, den Rückzug anzutreten und wieder über die Brücke zu kommen. Gib mir mal eine Körperbeherrschungsprobe.